Jetzt mal unabhängig von einer bestimmten Umstellung, die man gemacht hat. Aber man kann schon sagen, im Alter geht es einem nicht wirklich besser. Es geht immer so ein bisschen schleppender und schleichender schlechter. Und dann gewöhnt man sich auch schon dran, weil man gar nicht mehr weiß, wie das vorher war, als es noch alles gut war. Aber in bestimmten Situationen merkt man es dann doch noch. Und das sind so schleichende Prozesse, die wir Menschen einfach so hinnehmen. Und das ist dann halt so. Es ist halt das Alter. Und das passiert dann halt einfach so. Warum sterben Menschen? Weil sie alt sind. Aber ich sage, Menschen sterben nicht am Alter. Denn Menschen sterben zum Beispiel an einem Organversagen oder an chronischen Entzündungen und solche Sachen. Das Alter ist keine Ursache für den Tod. Ja, so. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und man muss nicht alles hinnehmen, was normalerweise mit dem Alter kommt, weil man dafür Wahrscheinlichkeiten quasi aufstockt im Alter. Aber das heißt nicht, dass es auch so passieren muss. Man kann dagegen was tun. Und ich appelliere immer mit diesem Kanal an Menschen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ja? Nach meinen Recherchen, das sind wirklich jetzt schon über 5 Jahre, die ich ja von Studien hänge und alles Mögliche, kann ich wirklich sagen, das ist meine persönliche Meinung, 80-90% der normalen Krankheiten, Sozialisationskrankheiten, sind durch äußerliche Einflüsse. Also schlechte Ernährung, Mangel an Nährstoffen, Bewegungsmangel und diese alle Sachen halt, ja. So, und vor allen Dingen, jetzt kommt Umweltgifte, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der Körper oftmals die Fähigkeit verliert, suffizient diese zu entgiften, ja. Und heute allen voran die Schwermetalle in diesem Video. Und zwar, was Schwermetalle eben genau machen, sie senken deine Organaktivität nach unten und reduzieren deine körpereigenen Antioxidantien. In diesem Video werdet ihr erfahren, welche Schwermetalle es gibt und vor allen Dingen, was sie bei dir im Körper ganz genau machen, damit du verstehst, wo genau beeinträchtigen die mich jetzt. Denn du hast Schwermetalle in dir. Ich habe auch Schwermetalle. Jeder hat Schwermetalle in sich. Das Maß ist immer entscheidend, wie viel es ist und wie viel es dich beeinträchtigt, ohne dass du es merkst. Und wie kann man denen entgegenwirken? Ja, da habe ich ebenfalls auch sehr, sehr tolle auch Menschenstudien, also placebo-kontrollierte, blinde Crossover-Studien für euch vorbereitet. Für wen das Ganze interessant ist und der die Thematik ebenfalls so ernst sieht wie ich habe aus meiner persönlichen Recherchearbeiten die 5 besten Mittel für mich persönlich, die es momentan gibt zum Thema Schwermetall für euch in einem zusammengebunden quasi als Bundle, bekommt auch mit dem Metallgutschein, also einfach Code Metall eingeben, kriegt ihr nochmal 5 Euro Rabatt, könnt ihr sehr gerne euch dann halt anschauen. Aber zunächst möchte ich erstmal, bevor ihr in die Infobox und in die Kommentare schaut, wo ihr den findet, oder auf purazell.de, erstmal, dass ihr das Video bitte erstmal guckt und dann für euch wirklich dann entscheidet halt, wie akut ist es halt, ja. Und zwar als allererstes Schwermetalle, unser Körper hat ein Problem, diese auszuleiten. Denn je mehr die sich akkumulieren, desto schwieriger ist es für den Körper, diese auszuleiten. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend, aber das wird gleich klar, warum das so ist. Schwermetalle sind genau genommen Moleküle, die dein Körper entgiften muss, denn sie haben keine biologische Aktivität. Sie schaden ihm quasi nur. Das heißt, er muss sie wieder loswerden. Damit sind körpereigene Moleküle wie Glutathion und Alpha-Liponsäure genau die, die davon benötigt werden, um diese auszuleiten. Aber genau diese werden auch gesenkt bei einer Schwermetallexposition. Das ist das Faszinosum. Und diese werden gesenkt, indem Schwermetalle bei dir im Körper Radikale produzieren. Wo wir ja schon genügend Radikale allgemein zu uns führen, kommt das halt eben noch dazu. Und diese Radikale verbrauchen dann eben die Alpha-Liponsäure und das Glutathion. So, die Datenlage der Menschen, meines Erachtens auch sehr, sehr am Anfang, also denn wie oft hat mal ein Arzt bei dir vermutet oder mal Untersuchungen mal gemacht oder wie auch immer, ob du wirklich schwermetallbelastet bist, das findet überhaupt gar keinen Anklang in der Medizin, immer noch nicht, ja, so. Und genau das Gleiche, sowas wie Borrelien halt auch, ja, das ist, also da kann man wirklich oftmals, wenn man diese beiden Sachen mal untersuchen würde, also meine Freundin ist Neurologin zum Beispiel auch im Krankenhaus und das macht sie halt immer so, weil dadurch kann ein Untersuchungsmarathon oftmals extrem unterbunden werden. Da werden ihre Kollegen meistens forschen da wochenlang, ja, aber wenn sie ein paar Sachen mal testen würden, zum Beispiel auch Schwermetalle oder Borrelien, ja, könnte man eine ganz starke Abkürzung nehmen, weil die oftmals sehr, sehr akut sind halt, ja. Bei uns in der Bevölkerung. Jetzt eine sehr interessante Untersuchung, und zwar zu Rieselfeldern, bestimmte Tiere, die da dort gehalten worden sind, das sind hier Rinder, und zwar man hat gesehen, dass diese Rinder im Alter, ja, wenn sie einer etwas höheren Exposition von Schwermetallen ausgesetzt sind,
mehr Schwermetalle akkumulieren. Das heißt, in den Organen vor allen Dingen halt. Das heißt, je älter die werden, desto mehr und mehr und mehr steigt der Spiegel von den Schwermetallen. Und warum? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Der Körper kann sie nicht ausleiten. Und je mehr du hast, desto schwieriger wird es dem Körper, sie weiter auszuleiten. Und wenn du einmal in dieser Spirale drin bist, dann geht es nur noch nach oben mit dem Wert von Schwermetall. Und das ist das Problem, dass man da ab und zu wirklich schauen sollte mal, ist der Glutathionspiegel noch gut? Ist der Alpha-Liponsäure-Spiegel noch gut? Der Q10-Spiegel noch gut? Habe ich zu viel Schwermetall? Das ist einfach wichtig, ne? Weil oftmals verschlechtern sich bestimmte Dinge bei dem im Leben. Ärzte werden darauf nicht testen, ja, und keiner weiß genau, was die Ursache ist, ja. Und zwar das Interessante war hier, in der Milch und in den Muskelfleisch, im Muskelfleisch ist es nicht so angekommen. Und damit funktioniert überhaupt auch unsere Landwirtschaft, weil da sind die Schwermetalle nicht so vehement. Aber in den Organen sehr wohl. Und das ist nicht für die Tiere extrem entscheidend, weil die Organe werden meistens weggeschmissen. Aber für uns Menschen, denn wenn wir auch Schwermetalle akkumulieren, ja, so, dann in den Organen. Und das ist das, warum Menschen sterben. Organversagen halt, ja. So, und warum es ebenfalls bei den Tieren nicht so relevant ist, ist, weil die auch früh geschlachtet werden halt. Das ist genau das, was gemacht wird. Es werden die Sachen vermehrt verkauft, das heißt Milch und Muskelfleisch, und jung geschlachtet, dass die Schwermetalle halt eben nicht so eine große Rolle spielen in der Landwirtschaft. Bei uns Menschen aber halt eben sehr, sehr wohl halt, ja. Der Effekt ist ja der Lawineneffekt, wie ich ja gerade gesagt habe. Je mehr du hast Schwermetalle, desto mehr werden sie deine Moleküle blockieren, die Schwermetalle ausleiten, desto mehr Schwermetalle wirst du wieder haben. Ja? Das ist der Kreislauf. Der Ursprung ist halt immer im Boden und das Schöne, der Trend ist natürlich der, ist wirklich auch so, das muss man auch ganz kausal sagen, dass der Trend eher abnimmt. Ja? Aber wir früher, die alle zusehen, ja, so, wir waren noch deutlich höheren Expositionen ausgesetzt als damals, als unsere Kinder es heute wären. Ja? Das ist schon mal gut. Das Entscheidende ist aber das, dass Schwermetalle in jeglicher Konzentration für uns giftig sind und zwar vor allen Dingen häufig Cadmium, Blei, Arsen und Quecksilber. Fangen wir mit dem Quecksilber an, das ist so das Bekannteste, ja. Und zwar Quecksilber ist es so, es gibt organisches und anorganisches. Organisches ist immer das, was Kohlenstoff enthält, ja. So, unsere Chemielehrer haben immer gesagt, das, was schwarz wird beim Verbrennen, kann man ungefähr so sagen, ja. Denn Kohlenstoff ist so, was macht jetzt Kohlenstoff im Quecksilber? Es macht das organisch. Und wenn Quecksilber organisch ist, ist es eher unserer Struktur ähnlich halt, ja. So, und das ist dann dementsprechend auch fettlöslicher dadurch. Zum Beispiel das Methylquecksilber. Und das kann dann eben auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Und das kann halt einfach auch gefährlich werden, weil es an Kompartimente bei dem Körper gelangen kann, zu denen es keinen Zugang hätte. Ja? So. Und das, was macht jetzt Quecksilber so gefährlich? Es dockt an sogenannten SH-Gruppen an, an Proteinen. Ja? Das heißt, Sulfhydrylgruppen heißen die. Und die sehen wir einmal hier. Und die können Folgendes, also die machen Folgendes. Die sind Bestandteil von Proteinen, zum Beispiel schwefelhaltigen Aminosäuren, zum Beispiel Cystein. Und wenn sie dort andocken, dann verändern sie die Struktur von Proteinen. Und wenn man genauer überlegt, dass Enzyme ja auch Mini-Proteine sind, in so einem Sinn, und wenn man sich überlegt, dass Enzyme deinem Körper überhaupt Leben einflößen, ja, so, dann kann dein Körper auch dadurch eben kollabieren halt, ne? So, wenn diese beeinträchtigt werden dadurch, ja, so. Und das Love ist natürlich auch das, dass genauestens Glutathion ebenfalls diese SH-Gruppe enthält und dadurch auch ebenfalls angegriffen wird durch das Quecksilber, ja. Und das Problem ist das, dass Glutathion normalerweise auch zuständig ist, um das Quecksilber zu entgiften. Und da kommt eben die böse Kaskade, das macht die Schwermetalle so gefährlich. Wenn das Glutathion jetzt bei dem Körper gesenkt wird, hast du ganz viele Probleme. Und zwar, dann können solche Sachen wie Autoimmunkrankheiten plötzlich präsent werden. Denn Glutathion ist unerlässlich für die Zellteilung. Denn es wandelt RNA in DNA um. Ja, das habe ich vor kurzem in einem Video mal erklärt. Des Weiteren ist es das wichtigste körpereigene Antioxidant und das wichtigste Entgiftungsmolekül bei dem Körper. Ja? So. Und dann kommt es natürlich weiterhin auch bei den Mitochondrien, den Kraftwerken deiner Zellen, ja, die enthalten ja ebenfalls Proteine, zu Schädigungen. Dann entstehen noch mehr Radikale bei dir in der Atmungskette. Und das führt dann eben dazu, dass noch mehr Glutathion gesenkt wird und verbraucht wird halt einfach. Ja? Also ist es wirklich überhaupt nicht gut. Und wenn man sich mal genauestens anschaut, die Struktur von Molekülen, die auch gerade die Ausleitung von Schwermetallen einleiten können, dann sehen wir hier, enthalten die auch diese Sulfhydrylgruppen, diese SH-Gruppen, ja, zum Beispiel DMPS, Glutathion, hier sehen wir auch Alpha-Liponsäure, alles, ja, so. Und das Wichtige ist, wenn dieser Spiegel jetzt einfach sinkt bei dir im Körper, von Glutathion, von diesen Molekülen, dann hast du halt einfach ein Problem, ja. Kommen wir zu Blei. Blei macht Folgendes, es generiert ebenfalls Radikale bei dir im Körper, dadurch sinkt wieder Glutathion, wenn Glutathion wieder sinkt, dann hast du halt wieder ein Problem bei der Entgiftung. Das heißt, es kommt zu Leberschädigungen kommen, denn die Gifte verbleiben in deiner Leber, werden nicht weitergeleitet
Denn das macht normalerweise Glutathion. Es macht diese Stoffe wasserlöslich, damit die die Leber verlassen können, über die Niere ausgeschieden werden können. Wenn das nicht passieren kann, hast du ein Problem. Es hemmt weiterhin zwei Enzyme, das Blei, das ist das ALAD, ja, und die Glutathionreduktase. Und diese sind beide wichtig für die Blutbildung. Und das andere ist wichtig, damit dein Glutathion überhaupt wieder regeneriert werden kann. Blei verbraucht Glutathion und des Weiteren hemmt es sogar noch, dass Glutathion wieder erneuert werden kann. Kommen wir nun zu Cadmium. Cadmium ist für mich das schlimmste Schwermetall. Warum? Es hemmt die Bildung von Bilirubin. So, was heißt das? Hämoglobin, ja, kennen wir alle, den roten Blutfarbstoff. 99% deiner Blutzellen sind rote Blutkörperchen. Und 90% der roten Blutkörperchen ist das Hämoglobin. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, 99% deiner Blutzellen werden zu Antioxidantien, zu Bilirubin. Und das ist ganz, ganz wichtig bei dir im Körper für den, ja, für den Haushalt von Oxidantien und Antioxidantien. Ja? So, wenn das nicht gewährleistet werden kann, dass aus dem Hämoglobin ganz natürlich das Bilirubin wird, was ja ein fettlösliches Antioxidant ist, also aus 99% deiner Blutzellen wird das Antioxidant, dann hast du ein Riesenproblem, ein Riesenproblem. Und dass dieser Vorgang passieren kann, braucht es ein Enzym, ja, Biliverdinreduktase heißt das, die ist zinkabhängig. Und wenn Cadmium Zink verdrängt, Digga, dann hast du ein Riesenproblem, ein Riesenproblem. Nicht nur das macht Cadmium, das heißt, das fettlöslichste, wichtigste Antioxidant, Bilirubin, wird gehemmt, sondern auch weiterhin überhaupt erstmal die Blutbildung, weil Eisen wird ebenfalls verdrängt, die ja wichtig sind beim Aufbau von Hämoglobin. Und des Weiteren noch, es bindet an zwei Aminosäuren, die aus denen quasi Glutathion auch besteht. Und damit inhibiert es ebenfalls auch dein Glutathion. Das heißt, nicht nur das Fettlösliche wird gehemmt, die Antioxidantien, sondern auch das Wasserlösliche, das Glutathion. Glutathion ist nämlich das wichtigste wasserlösliche Antioxidant bei dir im Körper. Und damit kollabiert sofort dein gesamter antioxidativer Status bei dir im Körper mit zu viel Cadmium. Ja? Von daher ist es wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr verheerend. Ja? Arsen ist auch sehr, sehr spannend. Da kommen wir dazu letztes nochmal. Nimmst du schon auf, wenn du barfuß läufst und kleine Läsionen, also Risse hast in den Händen, in den Füßen, in der Erde ist es vor allen Dingen auch, ja. Da kannst du schon Arsen aufnehmen, auch ist viel auch in Reis und solche Sachen enthalten, ja. So, und das Interessante, beziehungsweise das Schlimme, was Arsen macht, es hemmt ein Enzym besonders, das ist die Pyruvat-Dehydrogenase, dazu habe ich ebenfalls schon sehr viele Videos gemacht. Es ist quasi so, wenn du Zucker verstoffwechselst, ja, dann muss dieser Zucker ja auseinandergeklamüsert werden in der Glykolyse, das kennen wir, und dann geht das alles in die Atmungskette später und du brauchst daraus ATP. So, die Pyruvat-Dehydrogenase ist aber ganz, ganz wichtig, damit Zucker weitergeleitet werden kann und veratmet werden kann. Wenn die Pyruvat-Dehydrogenase nicht da ist, dann wirst du den Zucker vergären, so wie Krebs es tut. Und das ist ein Problem, weil dann generierst du 16 mal weniger Energie daraus und nicht nur das, sondern du machst noch was ganz, ganz Böses, denn es entsteht ebenfalls Laktat, das ist das Anion der Milchsäure. Das heißt, du übersäuerst unter anderem halt auch noch. Ja? So. Übersäuerst und hast weniger Energie. Das heißt, Erschöpfung, natürlich ganz klar, 16 mal weniger Energie plus Übersäuerung. Ja? Auch extrem blöd für die Niere natürlich, weil die extrem viel arbeiten müssen, um den Säure-Base-Haushalt wieder auszugleichen. Ja? Also alles, was man auf keinen Fall haben möchte. Jetzt haben wir geklärt, welche Schwermetalle es gibt. Ja, das ist zum Beispiel Arsen, Quecksilber, Cadmium und Blei. Und was diese machen, ganz grob, die inhibieren bestimmte Enzyme bei dir im Körper und senken quasi das antioxidative Potenzial bei dir im Körper. Und genau die Stoffe, die normalerweise zur Entgiftung auch da sind, werden unter anderem auch noch gesenkt. Ja? So. Interessant, was kann man jetzt dagegen tun, gegen die toxische Wirkung? Und zwar, ich habe hier eine doppelblind placebo-kontrollierte Crossover-Studie für euch vorbereitet. Was bedeutet das? Das ist das beste Studiendesign, was man überhaupt nur haben kann, denn es macht Folgendes. Es werden zwei Gruppen aufgeteilt, ja, zufällig. Die einen bekommen Placebo, die anderen bekommen, die wissen nicht was, ne, die anderen bekommen das Q10. 120 Gramm über 2 Monate. Danach war eine Phase, wo die nichts bekommen haben, einen Monat, und danach waren die das Q10 bekommen haben, ist jetzt die Placebo-Gruppe, und die Placebo-Gruppe war, bekommt jetzt das Q10 und dann wird nochmal gemessen. Ja? Ein besseres Studiendesign gibt es weltweit nicht, kann nur getoppt werden mit höheren Probandenzahlen. Das Tolle war ebenfalls in der Studie, dass alle, die Vorerkrankungen hatten, Bluthochdruck, Diabetes, Leberschäden, Nierenschäden, alles mögliche, alle rausgefischt worden sind, die waren alle nicht dabei, und alle, die andere Antioxidantien genommen haben, wurden ebenfalls alle exkludiert. Ja? 40 sind geblieben, und das Schöne, was ist dann dabei herausgekommen?
Q10, ne, wurde gemessen bei Glasern, die eine hohe Cadmium-Exposition hatten, das heißt Schwermetall ausgesetzt waren. Und wir sehen hier als ersten Wert Malondialdehyd. Das ist ein Marker, wenn du Stress im fettigen Kompartiment bei dir im Körper hast. Und wir sehen hier, dass das Q10 positiv dazu beigetragen hat und in der Placebo-Gruppe es halt eben nicht so war. Der nächste Wert ist das TAC, das ist das allgemeine antioxidative Potenzial bei dir im Körper. Und wir sehen hier, dass die Placebo-Gruppe, die Glaser, die ja normalerweise Schwermetall ausgelassen waren, das nach unten gegangen ist, das antioxidative Potenzial, was ich ja gerade gesagt habe zu Schwermetall, nicht aber in der Q10-Gruppe, da ist der Wert nicht gleich geblieben, sondern er ist sogar besser geworden. Ja? So, und das Schöne ist auch hier bei Superoxiddismutase und Glutathionperoxidase, denn die machen auch ebenfalls, das sind körpereigene Antioxidantien, die Sauerstoffradikale puffern und Wasserstoffperoxid. Auch hier sehen wir den gleichen Trend, bei Q10 wieder eine Verbesserung sogar und in der Placebo-Gruppe sogar eine Verschlechterung. Das Einzige, was gesunken ist, die Katalase, ist aber gar nicht so wichtig, die entgiftet Wasserstoffperoxid, denn die Glutathionperoxidase macht das gleiche wie sie und die ist ja gestiegen durch Q10. Ja? So. Das sehr Spannende ist, dass die Wissenschaftler hier sogar gesagt haben, dass 300 Milligramm pro Tag sogar wahrscheinlich zu noch besseren Ergebnissen führen würden, aber in Deutschland natürlich wieder nur 100 Milligramm erlaubt. Da konsumiere ich meins auf jeden Fall auf liposomaler Basis. Eine weitere interessante Studie ist hier bei A, ich sage das Wort nicht, A. Dann sage ich gleich dann den zweiten Teil des Wortes, und zwar das ist Isten. Ja? So, Kindern, denn die haben wir hier, das da wurde gemessen, sehen wir hier wirklich extrem heftig, dass in den Haarwurzeln diese Kinder mit dieser Krankheit, ich möchte das Wort nicht aussprechen, sonst wird das Video wieder gebannt oder wie auch immer halt, denn YouTube ist da sehr, sehr streng, was solche Sachen angeht. Man sieht aber, dass diese deutlich mehr Quecksilber in den Haarwurzeln hatten. Und man sieht auch, dass diese Menschen, die diese Krankheit hatten, deutlich mehr Quecksilber in den Haarwurzeln hatten und vor allen Dingen deutlich weniger Glutathion in sich hatten. Zufall? Natürlich nicht. Also, Glutathion und Alpha-Liponsäure zeigen hier einen starken Trend. Ja? So, und das sehen wir auch hier. Zum Beispiel wurde Nierengewebe untersucht. Und man sieht hier, nach 3 Stunden konnte die Konzentration von Quecksilbern durch Glutathion oder Alpha-Liponsäure, also GSH ist Glutathion und LA, also Lipoic Acid, ist Alpha-Liponsäure, um die Hälfte gesenkt werden in dem Nierengewebe. Das konnte nur noch getoppt werden mit sogenannten DMSA oder DMPS. Das sind sogenannte Chelatbilder. Die haben aber auch extreme Nebenwirkungen. Die produziert unser Körper zum Beispiel nicht selbst. Denn diese binden eben unter anderem auch ganz, ganz andere Metalle bei denen noch im Körper, die auch lebensnotwendig sind. Ja? Glutathion, Alpha-Liponsäure sind dort milder, natürlich auch in der Wirkung. Ja? Aber trotzdem konnten sie nach 3 Stunden das Ganze schon halbieren. Aber auch viel risikoärmer, weil sie eben auch lebensnotwendige Minerale einfach nicht rausspülen. Ja? Sehr interessant hier auch in einer Säugeruntersuchung. Dort wurden ebenfalls, ja, so hart es auch klingt, den Säugern ja, eine Exposition von Quecksilber quasi untergejubelt. Und man sieht hier, dass am Anfang bis zu 3/4 quasi gestorben sind. Und je höher man den Anteil von Alpha-Liponsäure zu Quecksilber, also auf molekularer Ebene quasi, erhöht hat, und irgendwann sind keine mehr gestorben, ja. Und zwar BAL ist der Chelatbilder und das andere ist Alpha-Liponsäure. Und man sieht, je höher man irgendwann die Alpha-Liponsäure setzt, desto irgendwann sterben diese Tiere nicht mehr daran, an Schwermetallen. Von daher an appelliere ich immer sehr, sehr wichtig, dass es so wichtig ist, diese Spiegel suffizient hochzuhalten. Denn dann merkt man, dass bestimmte Dinge einen nicht mehr so tankieren dann einfach, ja, so. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und was ebenfalls sehr wichtig ist, Vorerkrankungen. Viele haben Vorerkrankungen, wissen es zum Beispiel auch gar nicht. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass die Kombination aus Schwermetallen plus Vorerkrankungen wirklich verheerend auch ist. Das sehen wir zum Beispiel hier bei Schwermetallexposition von verschiedenen Schwermetallen, sehen wir oben. Ja, das sind echt verschiedenste Chrom, ne, und so weiter und so fort, Quecksilber. Und man sieht hier, dass die Glutathionkonzentration in der Kontrollgruppe abnimmt. Habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Wenn du Schwermetall ausgesetzt wirst, sinkt dein Glutathion halt. Ne? So, und da wir alle Schwermetalle ausgesetzt sind, haben wir immer so einen kleinen Dämpfer in unserem Glutathion drin. Spiegel. Und Alpha-Liponsäure und Q10. Ne? So, aber das Entscheidende ist, sehen wir das Ganze mal bei COPD. Und zwar, das ist eine Lungenkrankheit. Und wir sehen hier, dass der Trend deutlich schlimmer ausfällt, weil diese Menschen von vornherein schon eine Entzündung quasi im Körper haben und dadurch allgemein schon diese Moleküle bei uns beeinträchtigt sind. Und dann noch plus Schwermetall on top. Ist wirklich immer verheerend. Das heißt sowas wie Bluthochdruck, ja, was ja auch zu Entzündungen führt von Arterien oder auch Diabetes, was ja auch zu mehr Radikalbildung bei dir im Körper führt und so weiter und so fort. Plus noch Schwermetallexposition ist wirklich ganz verheerend. Und wenn wir einfach mal schauen, dass 1/4 der Deutschen
mindestens eine Vorerkrankung hat, ja, und das Durchschnittsalter ja schon mindestens 44,5% ist, dann sind das zwei Faktoren, die nicht sehr vorteilhaft sind. Als letztes möchte ich noch Kurkumin einmal hier erwähnen. Chlorella würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Da gibt es aber ebenfalls eine sehr, sehr schöne Publikation. Kann ich euch hier nochmal ganz kurz dranhängen. Werde ich aber nochmal separat das Video zu machen. So, man sieht aber auch ebenfalls hier, dass Kurkumin die Wissenschaftler hier sehr schön eingezeichnet haben, wo es wirken könnte. Und zwar, man sieht hier, dass in der Fettoxidation Glutathion eingreifen könnte, in der Proteinoxidation eingreifen könnte, dass es die körpereigenen Antioxidantien hochhält, ja, zum Beispiel Superoxidismutase, Katalase, denn das Glutathion wird jetzt verbraucht, nicht die körpereigenen Antioxidantien. Ja. So, und ebenfalls Entzündungsmediatoren nach unten reguliert werden und Sauerstoffaufnahme nach oben reguliert wird, ja, also alles, was man quasi möchte, deuten die Wissenschaftler hier in einem sehr, sehr schönen Beitrag hin. Die Studie habe ich euch auch nochmal angeheftet. Auch unten findet ihr sie, könnt ihr gerne nochmal durchlesen, würde jetzt hier aber den Rahmen sprengen. Aber genau das alles habe ich euch zusammengeschnürt, auf jeden Fall auch. Könnt ihr gerne vorbeischauen auf purazell.de mit dem Metallcode. Unten findet ihr auch den Link zu dem Bundle, was ich für sinnvoll erachte und was ich persönlich nehme zur Schwermetallausleitung. Muss aber jeder für sich wissen. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ich denke, du konntest sehr viel mitnehmen in diesem Video. Falls irgendjemand mal dieses Thema sehen sollte, dann teile es doch sehr gerne. Ein Daumen würde mich sehr, sehr freuen. Bis gleich auf purazell.de. Schreib mir sehr gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Bis dahin, ciao.